In diesem Video seht ihr eigentlich ganz schön viel. Ihr seht, wie wir ziemlich viel Blödsinn machen. Unsere erste Begegnung mit dem Militär. Und ziemlich anspruchsvolle Pisten und Passagen hier in Marokko. Aus der Wüste geht es nun einmal quer durchs Land bis an den Atlantik. Wir haben uns eine Gebirgspiste über den Anti-Atlas rausgesucht, welche wir allerdings nicht ganz zu Ende fahren konnten und umdrehen mussten. So, hier kommen wir jetzt, glaube ich, wirklich nicht weiter. Da kommen auch wir an unsere Grenzen. Hier ist halt einfach mal die Straße komplett weggespült, weggebrochen. Einem kleinen Wendemanöver, was natürlich auch etwas Zeit brauchte auf dieser engen Piste, sind wir dann umgedreht und die 11 Kilometer ungefähr wieder zurück ins Tal gefahren. Wir wollten noch ankommen, bevor es hell wird, damit wir die Piste nicht im Dunkeln fahren müssen, und wollten uns dann ungefähr 60 Kilometer weiter wieder mit dem Defender treffen. Abends, wir stehen irgendwo in Marokko. Und der Suzuki, der mit dem kleinsten Tank von uns, hat keinen Sprit mehr. Problem ist, dass der Ersatzkanister mit dem Benzin, um Gewicht zu sparen, auf dem Defender ist und der Defender momentan nicht mehr bei uns ist. Der ist vorgefahren und leider haben wir den Kanister darauf vergessen. So, das bedeutet jetzt die nächsten 20 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle muss der Suzuki vom Galopper gezogen werden. Das war dann unser Campspot direkt an der Straße. So, jetzt sind wir gerade am Atlantik angekommen. Wir haben gerade festgestellt, dass wir uns wahrscheinlich noch nie so dermaßen über Wasser gefreut haben. Haben auch einen anständigen Temperatursturz gehabt, würden wir mal so sagen. Unser Auto sagt jetzt 21 Grad, da kommt natürlich noch ein bisschen was ab vom Fahrtwind. Aber die letzten Tage waren mindestens 36, 37, 38 Grad. Da wird es jetzt schon ein wenig fröstelig. Aber wir freuen uns natürlich. Gleich mal den Neoprenanzug auspacken, ne? Ja. So gehe ich nicht ins Wasser. Und nach, ja, wie lange sind wir jetzt schon hier? 3,5 Wochen, 4 Wochen? Monat sind wir gleich im Auto schon. So, und nach der Zeit freut man sich auch mal wieder, tagsüber im Pullover rumlaufen zu können. Das wird echt schön. Wie bei eigentlich allem, was wir hier in Marokko tun, haben wir uns auch beim Plage Blanche nicht wirklich vorher informiert. Wir wussten, es gibt bei Ebbe eine gut befahrbare Oberfläche und es gibt die ganze Zeit über eine Tiefsandpassage, die natürlich sehr anstrengend für die Autos ist. Wir sind natürlich bei Flut angekommen und wollten natürlich auch sofort los. Sind deswegen in die Tiefsandpassage gefahren, was unser Auto nicht lange mitgemacht hat. Er wurde wieder ziemlich warm und wir mussten anhalten. Luft aus den Reifen lassen hat auch nichts mehr gebracht. Deswegen haben wir angehalten, eine Pause gemacht, was gegessen, unser Skateboard ausgepackt und ja, das zweite probiert, was wir vorhatten. Nicht die Dünen runterfahren, sondern hinterm Auto herziehen. Nach der Pause konnte man dann gut mit 60, 70 km/h, viel schneller schafft unser Auto ja auch nicht, den ungefähr 30 Kilometer langen Strand entlang fahren.
bis es dann wieder ziemlich steil in den Dünen nach oben geht. Wir hatten unser Auto jetzt am Strand schon ziemlich gequält und ja, die steile Auffahrt zu der Straße, so dachten wir zumindest, war nochmal ziemlich anstrengend für das Auto. Und so sind wir dann zu unserem nächsten Schlafplatz gekommen. Nach einem guten Stück Piste sind wir dann wieder an den Strand gefahren, um uns einen neuen Schlafplatz zu suchen. Dafür sind wir dann auf dem Steinbett gefahren, weil wieder gerade einmal Flug war. Es gab zwar direkt am Hang auch einen Weg, der war allerdings auch ja, fast alle 100 Meter weggespült. Und so haben wir dann unser Camp aufgeschlagen, wieder am Atlantik, und hatten wieder auch mal ein paar Besucher. In der kompletten Zeit, wo wir am Atlantik waren, waren wir eigentlich jeden Tag ein- oder zweimal baden, würde ich mal behaupten. Es war nicht immer ganz einfach, ans Wasser zu kommen, weil wir oft auch hohe Steilküsten hatten. Aber ja, in den großen Wellen kann man auch ohne Bodyboard oder Surfboard ein bisschen Spaß haben und mit den Wellen oder auf den Wellen schwimmen. Und danach haben wir uns immer wieder wasserwarm gemacht zum Abspülen danach. 16 ist kurz. 16 ist kurz. 16 ist kurz. Ja, egal. Ja, dann stehen die ja ab wie ein Igel. Ja, du hast schon 20. Ja. Er hat ja schon Ja gesagt. 20 ist mehr. Ja, kürzer geht dann immer noch. Also 20. 20. Okay. Das ist entspannt. Alles ist richtig. Die Locke hier kann auch bleiben. Also wenn es mit dem Studium nicht klappt, Milena, kannst du immer noch Friseurin in Afrika werden. Nachdem wir dann mal wieder unsere 5 Minuten hatten, in denen uns immer ziemlich viel Blödsinn in den Kopf kommt, sind wir dann wieder die Steilküste hochgefahren, um weiter in den Süden zu kommen. Auch das war wieder eine weiße Piste, sage ich jetzt mal. Das sind eigentlich in unserem Navi Straßen, die geteert sein sollten. Es war alles andere als das. Es war ziemlich gebirgig, ziemlich anspruchsvoll für die Autos. Aber sobald man dann oben wieder auf der Steilküste ist, kommt man wieder recht flott voran. Zumindest wenn man so bekloppt ist wie wir. Unsere 5 Minuten dann auch noch beide zusammen haben und gerade Auto fahren, dann kommen wir ganz oft in den Rallye-Modus, wo wir unser Auto ziemlich über die Pisten jagen. Wir hatten gerade einen schönen Schlafplatz gefunden. Auf der einen Seite vom Fluss standen wir, auf der anderen Seite haben wir schon immer gesehen, dass da Panzer hin und her gefahren sind. Und ja, als auf wir gerade ist ein Kriegsschiff geschwommen. Da kam halt ein Toyota Pickup mit 3 Soldaten drauf und uns wurde gesagt, dass wir das Gebiet hier bitte schnell verlassen sollen. Hier findet momentan eine Übung statt und hier wird geschossen und ja. Wie man hier rechts auch wieder sieht, ganz viele Soldaten auch. Ja, wir versuchen jetzt mal hier recht zügig aus dem Gelände rauszukommen. Das war dann, glaube ich, das erste Mal, wo wir ja nachts gefahren sind in Marokko. War jetzt nicht so schlimm, wie man immer gelesen hat. Allerdings sind wir ja auch nicht auf Straßen gefahren und dort war nicht so viel Verkehr. Allerdings doch auch eine Herausforderung, im Dunkeln dann zum Beispiel Wasserdurchfahrten zu machen. Nachdem wir dann im Dunkeln uns einen Schlafplatz gesucht haben, sind wir am nächsten Tag weitergefahren und haben das Teufelsloch entdeckt. Ein ziemlich großes Loch in der Steilküste mit Verbindung zum Atlantik. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, das Video liked oder den Kanal einfach abonniert, und freut euch auf die nächsten Videos.